Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Ticket. Heute geht's jetzt wieder weiter. Leider ohne Jacki und ohne Plecki. Wir stellen heute ein weiteres Force Field auf und werden dann mal gucken, wie wir dann weitermachen. Als erstes wäre Close Dawn ganz cool. Ist ja noch einiges hier. Da machen wir die Beleuchtung mit. Und dann brauchen wir noch Eisen. Eisen haben wir auch irgendwo massenweise. Ja. Die Zäune brauche ich jetzt eigentlich weniger. Aber wo habe ich denn? Okay. Ich habe alles dabei, glaube ich. Hier hinten die Röhre hat die Akquise ein bisschen angefangen. Ich habe die vorhin ein bisschen länger gemacht und wir müssen jetzt noch Licht hier reinbringen, damit wir auch was sehen. Weil im Wasser zu arbeiten ist echt mies und da sieht man nichts. Es ist immer viel Abstand. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ach, stimmt das hier überhaupt? Joa, scheint so. Oh. Zudem haben wir noch die Idee gehabt, eventuell, was ist das denn? Eventuell ein, ja, Minecraft LP oder Let's Build zu machen. Auf jeden Fall irgendwas bauen und aufnehmen. 1, 2, 3. Und da wollten wir fragen, ob sowas überhaupt Interesse bei euch finden würde. Und wenn, ob ihr Ideen hättet, was wir bauen sollen. Ansonsten vielleicht irgendwie eine Stadt oder sonst irgendwas. Xas wäre auch dabei, den wir ja bereits von irgendeiner Ticket-Folge kennen. Ich weiß gar nicht welches. Schon ein bisschen her. Wo wir das Kino gebaut haben. Der wäre auch dabei. Ja. Hättet ihr da Interesse? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn eine Stadt oder irgendwas anderes Interessantes, was wir bauen könnten, einfach mal was da lassen. So. Ich mache nur kurz noch hier das Licht rein. Den langweiligen Rest kann Jacki dann nächstes Mal machen. So. Hat aber auch was so. Gut. Wir haben jetzt zwar noch ein bisschen Platz, aber ich würde schon sagen, dass dann hier das Force Field hinkommt. Wir brauchen natürlich noch die Plank Cards. Die habe ich komplett vergessen. Scheiße. Aber ich stelle das Teil schon mal dahin. Ja, hier hin. Mit dem Upgrade. Und dann kommt noch die das Dings, was ich gerade vergessen habe. Das Plank Card. Können wir die hier bauen oder müssen wir dazu wieder rüber? Plank. Da ist es nicht, das da. Braun Papier, ja. Papier haben wir schon nicht hier. Hauptlager. So. Oh, ja, es leckt ganz schön, wenn man hier reinkommt. Das funktioniert aber super. So. Haben wir hier irgendwo eine Kiste? Gut, was war das? Ja. Habe ich noch Glück gehabt, dass das Ding nur Gestein und sowas abbaut. WTF. Ja.
So kann man dann auch wieder failen. Das war jetzt der Red Matter Morningstar. Wenn man damit Rechtsklick macht, damit wollte ich jetzt die Kiste öffnen, dann zerballert man sich einiges, wie man gerade so gesehen hat. Der ist natürlich voll aufgeladen. Das war wieder super intelligent. Ja. Lololo, ihr habt nichts gesehen. ja. So ein guter Fail muss auch erstmal am Anfang der jeder Folge sein, am besten. Das kommt immer gut. So. So, den Rest bringe ich kurz noch weg. Das verarbeiten. Sortieren. Sortieren, sortieren, verarbeiten. Egal. Ach komm, scheiß drauf. Ein paar da rein. Der Rest kommt in den Müll. Cool, so. Morningstar, böse. Jetzt weiß ich nicht mal mehr, was ich gesucht habe. Papier. Sehr schwierig manchmal. Ja. Wo war denn das Papier? Ich weiß es nicht. Hier. Jetzt brauchen wir noch Circuits. Haben wir erst gebaut letztens. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Kappa. 1, 2, 3. Ach, die sind alle so voll. Die sind ja alle bis oben hin voll, ey. Das gibt's nicht. Ah. 2, 3 Stacks. So. Dann machen wir mal schnell 6 Stacks Kabels. Die kommen an die Seiten. Das da in die Mitte, oben unten Redstone. So, Circuits. Und Plank Cards bräuchten wir dann auch einige. Ja, das reicht. Kein Papier mehr. Dann legen wir die noch kurz alle mal in den Generator hier rein. Wie auch immer der gerade heißt. Force Field, irgendwas. Core. Dazu müssen die unten drin sein. So. Kann ja nichts schaden, den Morningstar weg zu tun. Dass die quasi unendlich weit funktionieren, ist auch nur ein Bug hier im Multiplayer. Im Singleplayer geht's glaube ich nicht. Dann haben die hier eine Range, die man mit auch so weiteren Upgrades hier dran erhöhen kann. Das heißt, wenn es bei euch im Singleplayer nicht funktioniert, dann liegt's daran. Und es buggt schon wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Das Problem mit dem Hacking, schätze ich mal, ist dadurch, weil der Chunk hier nicht aktiv ist und dann ist ein Dauersignal auf dem Teleporter. Dadurch teleportiert man sich wieder hin und zurück, hin und zurück, und das macht er so oft, dass man einfach gekickt wird von Minecraft. Daher habe ich was mitgebracht, kurz eben noch gemacht, hier hingeflogen. Ein World Anchor, den stelle ich jetzt mal hier auf. Und damit sollte das Ding gegessen sein. So. Dann kommt gleich noch einer da hinten, bei den ins neue Force Field quasi. Und dann hoffe ich mal, dass das so passt. So. Okay. Wir müssen uns noch entscheiden, wie groß wir es machen. Ich guck mal, wie groß 20 ist, oder? Ja,
Von klein an. 10. So, wie groß ist 10? 10 ist eigentlich schon ganz gut. Hier, das wird ja sowieso eher so ein Umschlagplatz werden. Von daher lasse ich mal 10 und mach noch mal kurz aus. Weil jetzt hier die Zäune hinkommen. Fuck. Wo? So. Dann bekommt das hier noch den hier. Das kommt dann da hinten. Oh. Da hinten ist ja eins noch da. Scheiße. Ist ja doof. Wenn wir das so machen, haben wir dann hier eine gerade Fläche? Nee, auch nicht. Da ist auch so ein Ding. Oder wir versuchen es mit einem Cube. So. Das würde schon eher funktionieren, aber ob das so toll ist, da wäre ich sogar zu groß, finde ich. So ist das schon besser. So. Müssen wir einfach mal schauen, was sich da noch anbietet. So, dahin, dahin, dahin. Warum kann ich da nichts hinbauen? Hä? Will mich das Spiel verarschen? Kann man nur auf Blöcke drauf bauen? Mist. Also hier. Dann geht's. Na gut. Das kann dann weg. Das war gut. Ich sollte den Morgenstern mal wegtun. So. Tja, wie soll ich es denn jetzt da dran setzen? Oh, jetzt ging's. Sehr merkwürdig, also das verstehe ich nicht ganz. Gut. Was soll's? Schalte ich wieder ein. Und dann passt das. Damit er aber nicht so nah ist, würde ich glatt sagen, dass wir den Tunnel noch ein bisschen verlängern, und zwar bis hier oder sowas. Oder? Na. Nee, lass mal so. Ach so, genau. Hier bleibt noch ein kurzes Dach drüber. Ein kurzes Dach, ja. Da bleibt noch ein Dach drüber, falls wir da noch was ändern wollen an dem Ding. Und wieder Wasser runterkommt. Also so schnell ist das Ding jetzt auch nicht. Ach so, wir fliegen ja auch gut. So, weg mit dem Scheiß. Ja, das brauchen wir eigentlich auch alles nicht, aber dann ist es ein bisschen zu dunkel. Oder habe ich Fackeln? Na klar, habe ich Fackeln. Dann hau ich weg den Scheiß. Am besten alles. So.
Das ist doch gut. Dann haben wir hier quasi noch eine Röhre, wo wir durchgehen können. Und bräuchten jetzt davon noch mehrere. In jede Richtung eine. Und dann sammelt sich hier das Material, das ankommt, was wir so produzieren. Und das wird dann nochmal weitergeführt und ins Hauptlager, würde ich so glatt mal sagen, gebracht hierhin. Und dann wird es hier zum Endprodukt verarbeitet, das, was wir bauen wollen. Ja, MFSU oder Solar brauchen wir eigentlich nicht. Strom haben wir ja unendlich viel. Hier unten ist das eh sinnlos. Von da würde ich schon sagen, Strom, also MFSU, Stromspeicher. Um das dann genauer zu planen, überlege ich mir kurz was und wir sehen uns dann auch gleich schon wieder.